Hallo, willkommen bei Klaus Grillt, Feines Grillen Barbecue. Heute gibt es was Cooles. Ich habe zwar ähnliches schon mal gemacht, aber da sich hier viele Frauen gesagt haben, Mensch, Klaus, mach doch mal wieder was mit Gemüse, mache ich heute eine Feta-Gemüsepfanne vom Grill und wie man die macht, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. Ich war ganz kurz davor, für meinen lieben Freund Unge was Veganes zu machen, aber dann hat es wieder gekommen. Wir sind beim Vegetarischen Blieben an der Stelle. Ich habe hier 400 Gramm Feta-Käse, habe 100 Gramm so kleine Kirschtomaten, 100 Gramm Mais, 100 Gramm Pimentos de Padron oder Bratpaprika mit verschiedensten Handelsbezeichnungen. Ist immer dasselbe, diese kleinen grünen Dinger. Dann habe ich hier einmal frecher Feta-Gewürz, wenn ihr nicht habt, könnt ihr dort nachmischen oder eine andere Feta-Gewürzmischung nehmen, die ihr für lustig findet. Oder ihr kauft die vielleicht so, ja, support es kein Mord, macht wie ihr wollt. Dann habe ich ein bisschen Pyramidensalz hier, ein bisschen Olivenöl und wie immer, wenn wir grillen, scharfes Messer und ein Brett. Und die Vorbereitung ist eigentlich relativ einfach. Was praktisch hier vorne deine Pfanne mit deinem Feta, beziehungsweise mit dem Gemüse, da machen wir zwei Stücken Feta drin. So. Um den Feta habe ich jetzt schon mal ein bisschen vorsortiert, dass es ein bisschen hübsch aussieht. Die Pimentos. Außen an die Pimentos ran legen wir so ein bisschen unsere Tomaten, dass die so ein bisschen einschmelzen können, weil die natürlich am meisten Wasser haben. Guck mal, wie abgeseelt, wa? Und dann kommt dazu noch der Mais. So, haben wir alle schönen Farben, die man gerne hat. Rot, grün und gelb dabei. Und weiß. Und weiß. Blau fehlt noch, ne? Dann verteilen hier unseren Mais. Schön, schön. Dann kommt Olivenöl ins Spiel. Dann kann man, wollen wir nicht sparsam sein, sondern richtig schön mal hier über das Gemüse rüber plätschern. So, und ein bisschen über den Feta. Dem Gemüse verteilen wir noch ein bisschen Salz. Das brauchen wir auf dem Feta nicht, weil der natürlich salzig genug ist. Hier haben wir hier so ein bisschen diese groben Salzkristalle runter. Und allein das sieht schon aus wie ein Kunstwerk. So, und dann verteilen wir hier ein bisschen unseren frechen Feta auf dem Feta, da wo er hingehört. Drücken den so ein bisschen an. Ungefähr so. Noch immer ein bisschen Öl drauf. Und das Coole ist, die Pfanne ist jetzt schon fertig zum Grillen. Und das kannst du natürlich auch super schon eine Stunde vorher vorbereiten, also bevor deine Gäste kommen und holst sie so aus dem Kühlschrank, wie sie ist, und die ist damit dann am Grill. Und am Grill ist eines der absolut gutmütigsten Gerichte überhaupt. Ich habe jetzt den Grill hier an der Stelle, hat der 300 Grad. Wenn euer Grill nicht 300 Grad hat, sondern 200, macht das überhaupt nicht. Wichtig ist nur, du stellst die Pfanne in den indirekten Bereich. Und wir haben hier rechts unten praktisch drin die Glut, siehst du das? Die macht da richtig Feuer. Und hier links davon stellen wir die ganze Sache und schließen den Deckel. Wenn wir jetzt wie hier 300 Grad drin haben, dann ist das innerhalb von 12 bis 15 Minuten fertig. Im Normalfall hast du eher so 200 Grad in deinem Grill drin, weil das so die Temperatur ist, mit denen du die meisten Sachen grillst. Da lässt du einfach 20 Minuten drauf, also siehst, ja, bei welcher Temperatur das dir liegt immer. Wenn der Grill jetzt wohl 60 Grad hat, naja, dann ist klar. Dann kannst du 3 Stunden drin lassen, dann wird das dir nur verkommen. Aber ein bisschen Schub braucht es schon. Und so ist es relativ einfach gemacht. Und jetzt müssen wir bloß mal ein bisschen die Zeit abwarten. Guck mal, nach 6-7 Minuten. Mal nachmachen am rechten. Herrlich. Blubbern, brutzeln, die Tomaten schmelzen oben schon. So habe ich mir vorgestellt. Unten ist natürlich die Pimentos, können doch ein bisschen, auch der Käse fängt schon an, schön zu blubbern. Denken wir mal, jetzt noch 6-7 Minuten, dann sind wir auf dem allerbesten Weg. Ziemlich genau eine Viertelstunde ist rum und da gucken wir mal rein. Gut, wa? Schön wie blubbert und brutzelt. Das nehmen wir jetzt raus. Ganz wichtig, Handschuhe anziehen, sonst verbrennt ihr euch ganz ordentlich die Flossen. Und trotzdem Handschuh schnell sein. Mal so sieht es jetzt aus. Die Tomaten sind hier oben schön geschmolzen, ganz weich. Auch hier unten drin, die Paprikas sind schön weich geworden. Der Mais, okay, da muss nicht viel. Der freche Feta, mit dem fangen wir mal an. Der ist auch schön weich, flutschig geworden. Also wirklich aufpassen, das ist natürlich mörderheiß. Wir haben das aus dem 300 Grad heißen Grill rausgeholt. Hier der Griff hat fast durch meinen Handschuh durchgebrannt. Also wenn wir hier an den Grill rangehen, das ist wie zischt. Also das riecht, da kannst du auch eine Wurst drauf braten. Die wäre eine Sache, noch ein bisschen Baconscheiben hier rüber hängen auf dem Tisch, wäre wahrscheinlich unlustig, aber wollen wir mal nicht eskalieren, wir haben uns gerade so schön auf das Vegetarische und ich muss gleich wieder anfangen mit Bacon zu versauen. Also, ein bisschen pusten. Auf euch, rinnen die hohle Birne.
Naja, frecher Feta und Feta eben. Das ist eine Mischung. Können wir nehmen mal so eine Tomate hier. Gut pusten. Wirklich gut pusten. Heiße Tomaten ziehen sonst komplett die Gaumen runter, das wäre blöd. Also liebe Damen, jetzt wisst ihr Bescheid. Und ich bin ja nicht als großer Gemüsefan bekannt, aber so eine geschmolzene Tomaten, die kleinen, richtig süß, fast wie eine Rosine. Also da kommt der ganze Zucker richtig raus und dann sehe ich mir nochmal so eine von diesen Paprikas, die es halt richtig schön Farbe kriegt. Von unten auch ein bisschen braun, also reicht genau aus, wenn man in so einer geschmiedeten Stahlpfanne hier macht. Und ich beiß mal ab. Weich, würzig, genauso lasse ich mir Gemüse gefallen und so genauso kann man auch Grillgemüse zu sich nehmen. Und immer mit so ein bisschen Mais haben wir noch nicht, siehst du? Den Mais nehmen wir noch ein bisschen mehr dazu, mit ein bisschen Feta. Auch hier. Und ich als großer Fleischer muss sagen, das mal als Abwechslung, vielleicht so als Starter vorneweg auf den Tisch zu packen oder als, wenn alle schon vom Fleisch satt sind, hinten raus, jeder kann mit dem Brot nochmal durchziehen, hat schön den Käse, ist eine super leckere Sache und ich kann dich jetzt nur an der Stelle mal anstiften, Gemüse zu grillen. Keine Sorge, die gibt sich, beim nächsten Mal ist bei mir wieder Fleisch zu sehen, das ist kein Dauerzustand. Aber ich bin ja in der frohen Hoffnung, doch von euch noch einen Daumen nach oben dafür zu bekommen. Unten wohl einen Kommentar und vielleicht sogar noch ein Abo. Bis zum nächsten Mal, Klaus Grill, Fans Grill Barbecue. Macht's gut. Übrigens, ich habe eine ganze Playlist, Fleischlos glücklich. Für den, der mehr davon sehen will, verlinke ich das hier irgendwo.